Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Theoretisch. Heute untersuchen wir die Auswirkung von Rauch auf die Tarnung, finden heraus, wie tödlich ein abgesprengter Turm ist und versuchen, eine Maus zu rammen. Los geht's! Beim ersten Versuch haben wir uns mit der Frage befasst, ob Rauch in unserem Spiel wie Tarnung wirkt. Nicht der Rauch frisch erlegter Panzer, sondern der Qualm, der während des ganzen Spiels aufsteigt. Wie etwa bei den Waggons auf der Karte Prochorowka. Für den Test haben wir einen hohen Panzer gewählt, dessen Turm hinter dem Waggon zu sehen ist. Dabei sei erwähnt, dass der Turm ohne Interface hinter dem Feuer nicht zu sehen ist. Doch wie sieht es unter realen Bedingungen aus? Zuerst prüfen wir, ab wie vielen Metern der Panzer ohne den Waggon gesichtet wird. Die Aufklärungsweite beträgt 251 Meter. Als nächstes haben wir den Panzer hinter dem Waggon geparkt und den Vorgang wiederholt. Das Ergebnis fiel genauso aus. Die gleichen 251 Meter. Wir halten also fest, dass Rauch und Qualm im Spiel nichts weiter als eine visuelle Komponente sind, die sich in keiner Weise auf die Tarnung auswirken. Beim zweiten Versuch wurden wir gefragt, wem der Abschuss gutgeschrieben wird, wenn man die Munition des Feindes sprengt und dabei von seinem Turm vernichtet wird. Die Worte Sprengen und Munition in einem Satz sind genug Motivation für uns. Wir sind in Paris und haben ein paar leichte Panzer dabei. Beim ersten Versuch fliegt der Turm in die falsche Richtung. Beim zweiten trifft er auch nicht. Die nächsten 30 Versuche ersparen wir euch und kommen gleich zum Ergebnis. Der FV erfasst das Ziel, schießt, der Turm fliegt davon, trifft unseren Schützen und der Feind bekommt den Abschuss. Ärgerlich. Damit wisst ihr, bleibt mit wenig SP besser auf Abstand, sonst könntet ihr von einem Turm erwischt werden. Beim dritten Versuch widmen wir uns der Frage, wie hoch ist der größte Schaden, der im Spiel durch Rammen erzielt werden kann. Kann man durch Rammen eine Maus vernichten, die die volle Struktur hat? Für den ersten Test sind wir auf Westfield und haben einen steilen Abhang ausgewählt. Es ist klar, dass ein einzelner Panzer nicht reichen wird. Darum haben wir mehrere Fahrzeuge dabei, die den Verrückten im Objekt 705A anschieben sollen, damit es dann die Maus rammt. Nachdem wir die Maus am Abhang positioniert hatten, hieß es Vollgas geben. Beim ersten Versuch erlitt die Maus nur 2002 Punkte Schaden. Damit war klar, dass wir einen steileren Abhang brauchen. Also ab nach El Haluf. Die Panzer wurden wieder in einer Reihe aufgestellt, doch diesmal konnte der Rammangriff weniger Schaden anrichten. 1900 Punkte. Um das Objekt 705 noch weiter zu beschleunigen, setzen wir gleich mehrere schnelle und schwere Panzer ein. Der dritte Versuch muss ein Erfolg werden. Das Objekt rammt die Maus und Volltreffer. Ein wirklicher Hammer. Minus 3000 Punkte durch Rammen. Das kann sich sehen lassen. Damit haben wir es geschafft, durch einen Rammangriff den Panzer mit dem größten Strukturvorrat im Spiel zu vernichten. Solltet auch ihr Ideen für unsere nächsten Sendungen haben, schreibt uns in den Kommentaren. Denkt daran, dem Video einen Daumen hoch zu geben, falls es euch gefallen hat, und abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.